Guten Morgen, liebe Traderinnen und Trader, willkommen zum Fett Mittwoch. Heute tagt die US-Notenbank ein Event, auf den sehr, sehr viele Marktteilnehmer, ja, sage ich mal, warten, weil es wichtige, wichtige Argumente sind, die heute definitiv auf der Agenda stehen. Bevor wir hier allerdings ins Detail gehen, ja, wie immer, an dieser Stelle die Bitte, die bestehenden Zuschauer, die kennen das schon, liken, subscriben, aufs Knöpfchen drücken, bitte, danke, hier gleich am Anfang. Ein Like vergeben, das bringt uns weiter, das bringt das, was wir hier besprechen, in die Community und immer mehr Menschen ja, bekommen mit. Was wir hier so buntes und schönes treiben. Also das äh, ja, liegt auf der Agenda. Was liegt noch auf der Agenda? Der Risikohinweis, der ist wichtig an dieser Stelle. Wie immer in Gänze zur Kenntnis nehmen, was hier geschrieben steht. Der Handel mit und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Und damit ja, gehen wir auf die Wirtschaftsnachrichten für den heutigen Tag. Wie schon gesagt, das lange Ende ist da. Heute Abend. Ich fange mal kurz von hinten an. Da gibt zum 19:30 Uhr die Pressekonferenz. Äh, 19. 30 Deutscher Zeit, die USA ist ja schon im Sommerzeitmodus, deswegen hier eine Stunde früher, 19 Uhr, gibt es den Zinsentscheid der Fed. Und ähm, aktuell auch was sehr, sehr interessantes, ähm, wie ich finde, sollte man so ein bisschen darauf schauen, äh, ist das Thema der langfristigen Zinsprognose, weil die großen Probleme für die US-Wirtschaft und auch der starke Abverkauf bei den technologielastigen Werten kam nämlich aus der langen Schiene, 5 und 10 Jahre. Gerade bei den 10-Jährigen sind ja die Zinsen sehr stark angestiegen. Und da wird es echt interessant, weil ab einem bestimmten Punkt wird der Zins im langfristigen Bereich halt eine Gefahr für den Aktienmarkt. Ich sehe uns dort noch nicht, aber das ist meine eigene Meinung. Nur, wenn wir hier deutlich über die 2,5% ansteigen, Richtung 3%, dann wird es halt irgendwann knapp, ja. Und das ist dann ein Problem, weil Bewertungen sich ändern und das kann dann zu einem deutlichen Rutsch an den Aktienmärkten führen. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, hier die langfristigen Zinsprognosen mit reinzunehmen. Und dieser Rutsch kommt jetzt nicht nur dann an den Aktienmärkten, sondern der hat... Halt ja auch noch äh, Problematiken auf der anderen Seite. Wir werden am Freitag noch ein bisschen darüber sprechen. Äh, die Zinsen sind ja nichts, äh, was einfach so kommt, wenn sich jemand sagt: Was wollen wir denn über zehn Jahre verdienen? Och, gucken wir mal, werfen wir mal ein Pfeilchen an die Wand, zirk, drei Prozent, dann haben wir es. Nee, nee, das hängt schon mit Preissteigerung zusammen. Und das kann die große Problematik sein. Und das ist das, was heute Abend auch sehr, sehr wichtig für die Pressekonferenz in den USA ist. Denn äh, die Fed hat diverse Dinge auf der Agenda. Und wir haben ja auch schon gehört, was Frau Lagarde gesagt hat. Ähm, die warten ganz klar auf das, auf die Auswirkungen der äh, Fed oder der US-Notenbankpolitik. Das wird so im Juni soweit sein, dass man erste Abschätzungen machen kann, hier auch in der Eurozone, wie man sich daran hält. Ähm, der Euro an sich oder die Eurozone an sich, die, die äh, haben ja mittlerweile die, die, jetzt wollte ich schon sagen, die Europäische FED, die Europäische Zentralbank, ähm, hat ja auch schon überlegt, in die Diskussion gebracht, diesen Durchschnittsinflationszins mit reinzubringen. Ähm, da das sieht man mal, das kam ja aus den USA, ähm, dass man darüber nachdenkt. Das hat ja Paul im letzten Jahr auch schon angedeutet, dass man das über eine gewisse Zeit mal äh, hinnimmt, einen höheren, äh, Inflation, eine höhere Inflation zu haben, ohne gleich die kurzfristigen Zinsen anzuheben und daraus dann einen Mischzins zu machen. Man hatte halt vorher eine längere Zeit mit einer niedrigen Inflation, also deutlich unten drunter. Äh, und dann erwartet man jetzt mal eine gewisse Zeit lang, wo es oben drüber ist. Und dann gleicht sich das Ganze wieder aus, dass man so, eine, so ein... So ein so ein Average Tapering, also so ein, so ein Mischzins sozusagen dort hat, der dann im langfristigen Ende wieder passt. Das sind halt Möglichkeiten der Notenbanken. Die äh, EZB ist ja jetzt in die Schiene übergegangen, dass sich das Anleihekaufprogramm auch beschleunigt. Ähm, also da ist viel zu tun und die, die Fed hat. Ähnliche Aufgaben, nur dort sieht es ein bisschen anders aus, denn die Wirtschaftsstützungsprogramme die wirken schon ziemlich stark. Und man hat es beim letzten Mal gesehen, beispielsweise die Schecks, die vergeben sind, die haben schon für ein Wirtschaftswachstum gesorgt. Jetzt sind die Schecks ja noch mal ein bisschen deutlich höher ausgefallen. Beim letzten Mal waren es 600, jetzt sind es 1400 US-Dollar. Das Hilfsprogramm ist 1,9 Billionen Dollar schwer. Das wird mit Sicherheit einen Impact auf die Wirtschaft haben. Und wenn wir dort deutlich anziehende Preise sehen, könnte das wohlgemerkt immer nur, man muss da ganz genau hingehen. Es könnte dort wirklich. Äh zum Problem werden, muss es aber nicht. Ja, und das ist halt der Grad, auf dem hier, hier gewandert wird. Es muss nicht so kommen. Es kann aber. Und das ist das, was die Unsicherheit ist und das ja, muss gemacht werden. Das ist die eine Seite, die die FED auf der Uhr hat. Die andere Seite ist das Thema Arbeitsmarkt. Die wollen eine Vollbeschäftigung. Aktuell sind wir bei den Arbeitszahlen, glaube ich, noch bei. 6% Arbeitslosigkeit. Da ist noch ein bisschen was zu tun. Und das ist das Wichtigste für die Fed. Also, das wird sehr spannend, was dort heute Abend gemacht wird. Es wird definitiv Impact auf den US-Dollar haben, ganz klar. Und deswegen schaut man dort ganz gespannt hin. Und das, was heute Abend gesagt wird, wird halt auch Auswirkungen auf die US-Wirtschaft haben. Und wenn man da mal so in die Vergangenheit denkt, dann... Erwartet man halt einfach auch, dass die FED die Wirtschaft stützt. Und in meiner, aus meiner Sicht heraus hat die FED auch gar keine andere Chance, als Dinge zu machen, die die Wirtschaft stützt. Denn wenn die FED eine niedrige Arbeitslosigkeit haben möchte, braucht sie einen intakt, eine intakte Wirtschaft und einen intakten Arbeitsmarkt. Und aus diesem Grund, denke ich, wird hier alles getan, damit die Wirtschaft am Laufen bleibt. Und das sollte dann wiederum positiv für. Den Aktienmarkt sein, aber das Thema mit den Zinsen ist halt, das ist wirklich das Damoklesschwert. Wenn die zu stark, zu schnell ansteigen, ja, das gibt dann Probleme. Und das gibt dann wiederum Probleme, die sich zurückkoppeln in die Wirtschaft, in die Unternehmen rein. Und das, das hängt alles so extrem eng zusammen. Kein leichtes Spiel. Ich will nicht tauschen. Da haben wir Traderinnen und Trader es doch viel, viel einfacher. Ne? Wir müssen uns nur die Charts angucken, morgens hier meine Sendung gucken, ab und zu mal ein Like vergeben und fertig ist. So, was gibt es heute noch <laughs> aus Japan-Daten zum, äh, zum Handel, zur Handelsbilanz und zu den Exporten äh, bekommen? Ja, das sieht nicht gut aus momentan in Japan. Wir sehen es ja auch, der Yen ist äh, ziemlich unter Kiel. Exporte im Februar minus 4,5 Prozent, das ist heftig. Äh, die Handelsbilanz ist natürlich auch deutlich zurückgegangen. Und wenn man mal sieht, äh, was, die, was die Analysten erwartet haben, oder was heißt deutlich zurückgegangen, ähm, die Handelsbilanz ist schon gewachsen, aber äh, die Prognose war halt deutlich höher als das, was die Handelsbilanz hergegeben hat. Aber die Exporte und das ist ja das, mit dem Japan auch wirklich Geld verdient, ähm, die sind halt zurückgegangen. Und das ist etwas, ähm, das ist problematisch. Äh, das wird sich wieder geben, aber das ist halt genau das, was wir hier morgen momentan sehen, dass auch dort ähm, die Kuh noch nicht vom Eis ist. Also ich glaube, so das einzige Land, was so, so wirklich so halbwegs durch die ganze Corona-Sache durch ist, ist China. Da bekommen wir immer schöne Zahlen. China ist auch ein wichtiger Exportpartner für Deutschland und wir sehen es ja auch, wenn wir uns die, die Zahlen der ähm, Automobilbranche anschauen. Die sind ja bei uns in Europa weiterhin grottenschlecht, ja. Ähm, aber die deutschen Automobilbauer, die nehmen das relativ entspannt. Schauen Sie einfach mal rein. Heute Morgen, die Zahlen sind ja gekommen. Schauen Sie sich mal die Automobilherstellerkurse an äh, von BMW, von VW, von Daimler. Ich glaube, da Daimler ist die einzige, die so leicht noch im Minus ist. BMW und VW sind relativ stabil, äh, beziehungsweise sogar gut leicht im Plus, wenn ich das vorhin noch richtig gesehen habe. Ähm, das zeigt halt, die sind international aufgestellt und China ist halt ein wichtiger Handelspartner und dort boomt das Ganze halt, so wird es zumindest gesagt von den Vorständen und deswegen ähm, ist das die Internationalisierung, die uns jetzt hier in Deutschland auch wieder hilft zum Thema ähm, Export. Wir waren ja nicht nicht umsonst lange Zeit Exportweltmeister und wer weiß, vielleicht werden wir es bald wieder. Ansonsten kriegen wir um 10 Uhr den Energiebericht aus den USA, den Monatsbericht, der ist interessant für den Ölpreis. Ölpreis ja in der Korrektur, heute ein halbes Prozent im Plus. Nach letzten Stand von vorhin, wo ich die Endvorbereitung gemacht habe, um 11 Uhr gibt es die Verbraucherpreise hier aus der EU. Da schaut man ganz genau hin. Äh, was man da hat, hier ist die Prognose 0,9 Prozent. Letztes Mal gab es da ja eine Überraschung, als äh, die Inflation ein ganzes Stückchen angestiegen ist. Ähm, Verbraucherpreise gibt es heute auch aus Kanada um 13.30 Uhr und um 15.30 Uhr gibt es die Rohöllagerbestände. Da können wir ja gleich nochmal schauen. Äh, bei den Lagerbeständen hatten wir ja gestern auch die Daten bekommen vom API und da gab es einen Rück von 1000 äh, äh, Millionen, also Barrel, das äh, ja, ist mal eine Zahl, die rückläufig ist nach, <laughs> nach 12.000 Zuwachs in der Vorwache. Also das für den heutigen Tag an dieser Stelle. Ähm, und ja, machen wir weiter mit den Charts. Und wie immer, bitte, 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 Wunschmärkte rein. Ich mache das Bild erstmal groß im Hintergrund. Jetzt muss ich schauen, genau dort haben wir es, den Index, den SP 500. Wir schauen heute zunächst aber erstmal äh, in Richtung Währung, Euro-Britisches Pfund, hatte ich gesagt. Silber sieht momentan auch interessant aus, da sollten wir auch mal einen Blick drauf werfen. Ähm, machen wir gleich und wie schon gesagt, sehr, sehr gerne auch den ein oder anderen Wunschmarkt, das Ganze hier mal zu besprechen. So, was haben wir dann? WTI. Ähm, <laughs> Jawohl, ja. WTI ist immer gut gefragt. Ich verstehe gar nicht warum, Leute. <laughs> <laughs> Herrlicher Trend. Kann man echt gut was mitmachen. Ähm, Freue ich mich, das passt. Ich hoffe, äh, da kann auch jeder so immer mal ein bisschen was rausziehen. Ich bin ja auch schon persönlich eine ganze Weile long investiert im Öl. Ähm, die Rallye, die muss man einfach im Portfolio haben. Sonst hat man was verpasst. SP 500, wir sehen es bei den großen Indizes. Ah, das Bild ist überall das gleiche. Wir stehen da oben auf einem sehr, sehr hohen Level hier oben und da hält der Markt halt an. Ne? Gestern hier. Ich würde äh, diese, dieses, 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 diesen, diesen, diesen. Naja. Äh, die Chartanalyse sagt dazu star da. Ich würde das Ding jetzt nicht überinterpretieren an dieser Stelle. Ähm, wir sind vor der FED, ja. Und äh, klar, äh, es kann nach einer Rallye von 1, 2, 3, 4, 5 Tagen in Folge, 6 Tagen, äh, auch mal ein bisschen Ruhe geben, auch ein bisschen Korrektur geben hier ähm, beim SP 500, wenn wir uns das mal kurz anschauen. Den Schub der letzten äh, Handelstage hier, da ist doch ein hervorragender Trend und ja, da korrigiert es mal ein bisschen, aber an dieser Stelle hier alles, was sich über diesem Level hier hält, über der Marke von äh, 3910 ähm, Punkten. Das ist alles nur Korrektur, ja. Das ist nichts weiter Schlimmes, nichts dramatisches aufs, aufs große Bild. Ähm, von der Seite her, ich persönlich erwarte heute erstmal bis zur FED-Pressekonferenz in relativ ruhigen Handelstag, keine riesigen Ausreißer, weil der Markt wird erstmal warten. Es kann natürlich anders kommen, deswegen sollte man vorbereitet sein, aber ähm, man darf das Ganze jetzt nicht überinterpretieren. Dow sieht ähnlich aus hier, wenn wir uns das mal anschauen wollen. Der ist halt oben in, in einem ganz, ganz hohen Bereich drinnen, ähm, das Thema hier an dieser Stelle. Also also da ist alles in relativer Ruhe, wenn wir uns hier im DAU auch mal kurz den, äh, den Stundenchart auch anschauen wollen. Das machen wir hier mal ebenfalls. Der DAU ist ja auch sehr, sehr stark. Das Bild sieht wirklich ähnlich aus an dieser Stelle. Ne? Der Aufwärtstrend in der Stunde ist intakt. Er wackelt ein bisschen oben rum hier im letzten Bewegungsarm. Den haben wir ja hier unten vom Zwischentief bis zum Hoch gehabt. Es ist mehr oder weniger seitwärts. Also überhaupt nichts Dramatisches. Und wenn wir uns den technologielastigen Index mal anschauen, auch hier. Sozusagen, ähm, ja, klar, der steht noch lange nicht am Allzeithoch. Da ist noch viel, viel Luft nach oben. Das hat was mit den Zinsen zu tun. Technologie hat große Umschichtungen erfahren, ähm, aber wir kommen um die Technologie nicht drum herum. Und auch hier, wenn wir uns mal den Trendverlauf anschauen wollen, wir gehen auch hier nochmal kurz in die Stunde rein. Ähm, das Bild sieht ähnlich eh aus. Ne? Also auch hier der Aufwärtsschub der letzten Tage ist weiterhin da. Ähm, der Markt springt auf relativ hohem Niveau seitwärts. Ich denke, massive Entscheidung wird es erst heute geben, auch beim Thema der Zinsen. Also das Thema wird wirklich aktuell bleiben. So, dann kommen wir mal zu den Währungen Euro, Britisches Fund, Das hatte ich ja vorbereitet. Dazu habe ich entsprechend auch äh, den heutigen, äh, die heutige äh, tägliche Trading-Ideen veröffentlicht. Euro, Britisches Pfund hier mal an dieser Stelle im Tageschart zunächst. Ich lösche mal ganz kurz die Marken raus, die wir jetzt gerade hier zur Besprechung nicht bekommen. Pass auf. Euro-Britisches Fund. Seit langer, langer Zeit schon ein Abwärtstrend. Ich gehe mal ganz kurz in den Wochenchart rein. Da sieht man das Ganze auch. Also ähm, man hat hier ganz, ganz klar die große Devise und das ist auch das Bild, was ich immer wieder zeige. Ich habe das gestern auch in einem Webinar gesagt, gestern Abend bei den Währungsmärkten, die schwanken halt in aller Regel zwischen hohen, weiten Schwankungsspannen. So, und das haben wir hier im Euro-Britischen Fund. Da haben wir eine Oberseite äh, und da haben wir eine Unterseite. Und zwischen diesen Seiten schwankt zum so Markt hin und her. Leute, wir wir haben hier einen Wochenchart, ja, und wir reden hier über eine Schwankungsbreite oben von, was haben wir hier oben liegen? Ich sag mal grob über den Daumen. Ähm, 0,93,50 oben und unten äh, haben wir die, äh, was haben wir hier unten? 0,82,50 in etwa. Was haben wir hier unten? 0,82,90. Das ist mal die große Schwankungsbreite. Und dazwischen geht es immer hin und her. Und das ist halt das Schöne. Wir müssen uns nur an den richtigen Stellen ähm, quasi auf die Lauer legen und äh, die Trends, die in diesen großen Schwankungsbreiten entstehen, richtig deuten und uns an den richtigen Stellen positionieren. Und jetzt haben wir halt hier die Situation mit dem Blick in das große Gesamtbild, dass der Chart hier an dieser Stelle momentan an einem relativ wichtigen ähm, Level steht. Ein Level, das äh, in, der, in, der, in, der, in der weiteren, längeren Zeitschiene äh, hinten äh, nicht ganz so extrem äh, gesucht wurde, äh, wie die zwei, die ich oder beziehungsweise das nächste Level, äh, was ich hier unten rot eingekreuzt habe, aber es hat halt eine Relevanz und zwar. In der kurzfristigeren Schiene auch, wenn wir uns das mal anschauen wollen, hier das ist der letzte Schwungbereich, äh, den wir hier haben. Und da ist halt der laufende Abwärtstrend. Hat das ein Zwischentief gehabt? Dann ist er hochgesprintet, auch über diesen Verkaufsbereich hier. Den Verkaufsbereich haben wir drinnen bei äh, 0, 86, 85 Und jetzt wird es halt wirklich sehr, sehr interessant. Wir wir federn so ein bisschen hier unten an diesem support level und wenn das tatsächlich nach unten durchbricht nach unten wegbricht das ist halt dann der punkt dann könnte es durchaus auch zu einem kursrutsch nach unten kommen und wenn wir uns da mal erste anlaufmarker suchen wollen dann können wir uns gut und gerne an dem orientieren was wir ein bisschen im hintergrund haben und zwar sind das ähm, jetzt keine klassischen Zwischentiefs, wie ich das sonst in den Trends immer raussuche, sondern wir haben hier ähm, Bereiche mit marktrelevanten, also mit marktrelevanten Kursleveln. Ne? Wenn man das hier im Drehbereich mal so sieht, hier drüben, das ist die Marke von 0,85 äh, britischen Pfund, hier an dieser Stelle. Und dann haben wir hier unten noch den Drehbereich um die 0,8390, bevor wir dann hier unten die Tiefs aus dem Jahr 2019 und 2020 haben. Da hatten wir einen Doppelboden. Das ist hier unten das Level bei 0,82,90. Also, da ist durchaus sehr, sehr viel Luft zur Unterseite rein. Und das ist halt wirklich die wichtige Seite. Ähm, da sind wir jetzt genau in diesem Drehbereich. Also, wir brechen sozusagen gerade unten drunter durch. Aber, und das ist das große Aber jetzt, hier an dieser Stelle können sich gut und gerne auch wieder die kurzfristigen und die mittelfristigen Trader austoben. Denn. Ähm, egal, was heute Abend auch passiert, das, was hier oben passiert ist, das äh, beziehungsweise was den Markt so runterbringt, da wirken ganz, ganz große Kräfte und die drehen nicht einfach so um. Ich habe es ja gesagt, wenn wir uns die Woche mal anschauen: Wir sind noch längst nicht auf dieser starken Unterseite, sondern wir sind immer noch mittendrin. Und aus diesem Grund würde es mich überhaupt nicht wundern, wenn diese starken, großen Kräfte noch längst nicht daran denken, jetzt auf eine Umkehr zu gehen. Ja, das muss man einfach so ein bisschen im Hinterkopf behaben. Aber was das kurzfristige Trading angeht, hier an dieser Stelle, äh, wir blicken hier mal kurz in den 4-Stunden-Chart rein, wird es halt interessant, denn äh, dieser Bereich hier unten, dieser Boden, äh, den wir da unten gerade sehen, der ist halt auch, ich will jetzt nicht sagen hart umkämpft, aber es ist halt etwas, wo der Markt immer mal wieder innehält und immer mal wieder hochgeht. Wir haben es gesehen, hier aufgesetzt und dann kam ein starker Schub nach oben. Das war nur Korrektur im Sinne hier auch des 4-Stunden-Abwärtstrends. Dann haben wir hier eine ganze Weile unten Boden probiert, dann nochmal einen Aufstieg. Interessant gesehen oder interessant zu sehen, wo dieser Aufstieg angehalten hat. Moment, jetzt muss ich mal kurz hier nämlich zeichentool der anstieg hat nämlich genau an einer stelle angehalten ähm, an der wir ähm, ja einen widerstand hatten und zwar schaut mal hier dieser Bereich hier oben, das ist der Widerstandsbereich. Da sind wir reingelaufen und wiederum gedreht zur Unterseite. Also das ist schon interessant, das ist schon ein Schwächezeichen. Und wenn wir uns das Ganze unter diesem Kontext auch mal anschauen, ähm, dann haben wir durchaus auch die Chance, dass der Markt jetzt nicht einfach hier brett nach unten durchmarschiert, ähm, sondern durchaus auch nochmal ein Stück weit zurückkommen kann. Und wenn wir uns das mal jetzt anschauen, das ist jetzt wirklich tatsächlich live. Das habe ich vorhin im Blog auch noch nicht reingeschrieben. Deswegen sieht man auch, dass es Sinn macht, nicht nur den. Blog zu lesen, der ist sehr, sehr wichtig. Da kann man sich nämlich ähm, deutlich besser oder schneller auch vorbereiten auf die Märkte, ähm, sondern man hat hier an dieser Stelle halt auch den Blick in die Charttechnik rein. Und wenn wir uns das mal anschauen, ich habe das, ich hab das heute, heute Morgen schon gesehen und ich dachte mir, Mensch, das Bild sieht schon ganz schön ordentlich äh, bärisch aus, denn wir haben nach diesem Kursrutsch hier der letzten zwei, vier Stunden Kerzen, also diese großen 4-Stunden-Kerzen hier, 1, 2, 3 Stunden in der Flagge gehabt, in der bärischen Flagge und jetzt löst das Ganze nach unten auf. Also das war schon das bärische Zeichen. Aber wir haben es gesehen, hier drüben war nur ein Spike runter und dann ging es erstmal kräftig nach oben. Und das Risiko oder naja, es kommt jetzt natürlich drauf an, wo man steht. Ne? Wenn man auf der Shortseite unterwegs ist und zwar ganz, ganz kurzfristig, ist es dann schon ein Stück weit das Risiko. Aber ähm, mal zurückgesehen zu den Chancen für diejenigen, die die Oberseite auch mit sehen wollen, falls es einen Rücklauf hier in diesem Bereich gibt. Wenn wir hier über dieses jüngste Zwischenhoch bei 0,85 ungefähr 75 drüber laufen, hat der Markt erstmal die Chance, ein Stück weit höher zu laufen. Und hier. Mit Blick in den 4-Stunden-Chart sehen wir es halt. Der nächstgrößere Anlaufpunkt, den haben wir hier oben bei 0,86, knapp 40 stehen. Und dann haben wir hier noch so, so ein paar Swing-Highs vor diesem Widerstand hier oben und die Hammer liegen um die 0,86, 52 und hier oben die 0,86, 68. Das sind mal so die Marker. Dann kommt schon das Widerstandslevel. Tja, und wenn es ganz crazy läuft, das kann dann vielleicht sogar heute Abend auch passieren, dass wir hier das Widerstandslevel rausnehmen, dann heißt das halt Ausweitung der Gegenbewegung Richtung Zwischenhoch, hier oben bei 08730 in etwa die Marke haben wir da. Das zur Planung. Ob es weit kommt, wir wissen es nicht, aber es ist natürlich eine sehr interessante Geschichte. So und jetzt gehen wir nochmal äh, für diejenigen, die das im ganz, ganz kurzfristigen Bereich traden wollen, noch auf diese letzte Bewegung unten rein. Das müssen wir uns im 5-Minuten-Chart anschauen, damit wir hier den richtigen Kontext sehen und das mal kurz ein Stück zusammenraffen. Da sehen wir den starken Schub nach unten, da sehen wir auch den trendigen Schub, den wir hier nach unten gesehen haben und da sehen wir auch ganz klar, das Level, was ich gerade im 4-Stunden-Chart eingezeichnet habe, das ist halt der Bereich auch im 5-Minuten-Chart, wo die Musik hier spielt. Und wenn dieser Bereich tatsächlich rausgenommen wird, hier äh, das Zwischenhoch, dann ist nach oben hin erstmal nicht so viel da. Ne? Das ist halt ganz, ganz wichtig. Ein kleiner Bereich, den hätten wir hier oben in diesem Umschwung, als der Markt von hier oben dieses Zwischentief bei 0,8616 äh, hier unten rausgenommen hat. Das Zwischentief haben wir gehabt um die 0,8615. Das wäre mal der nächste größere, was heißt größer? Das Wort groß darf ich in diesem 5-Minuten Kontext gar nicht in den Mund nehmen, aber das wäre mal ein Anlaufbereich, den man durchaus auf der Uhr haben könnte und dann hier auf dem Weg zum Zwischenhoch bei 0,86, knapp 40. Hier noch diesen kleinen Zackel obendrauf bei 0,86,33. Das ist das, was wir im 5-Minuten-Chart sehen. Wir warten ab. Es bleibt natürlich sehr, sehr spannend, ähm, wie sich der Markt hier entscheidet und durchaus dürfte äh, die EZB bzw. Die Fettzinspolitik auf den Euro sich auch auswirken und wenn der dann plötzlich äh, entsprechend wieder ähm, ja, ähm, die Richtung ändert, das heißt plötzlich äh, wieder schwerer wird, ähm, dann könnte es durchaus ein Stück weit nach oben gehen, bevor es dann zum Rücksetzer kommt. Das wird heute Abend passieren. Bis dahin ist hier ordentlich Musik entsprechend drinnen. Und dann schauen wir mal eben noch auf den Silberpreis. Das hatte ich ja auch avisiert. Warum nicht Gold? Gold gefällt mir momentan nicht so gut ähm, wie Silber. Gold haben wir einfach. Nur den Rücklauf hier oben an dieses ehemalige äh, Zwischenhoch oben ran, also hier. Diese Marke hier oben, die 1740, das ist momentan so der Bereich, ähm, den wir hier an dieser Stelle ähm, überwinden müssen, um erst einmal in den größeren Ausbruchsbereich bei 1765 anzusteigen. Der Goldschad ist weiterhin gehämmert. Short Silber sieht ein bisschen interessanter aus von der Seite, ist hier in diesem Kontext momentan zwar auch in einem Abwärtstrend verortet, aber im längeren Bereich halt noch in diesem Aufwärtstrend hier. Ne? Das heißt, hier unten die 2409, das ist das wichtige Level. Und das, was wir im Silberpreis hier momentan sehen, der der, ich sage ich mal der Schwungbereich, den wir hier haben um die Marke von 26 US-Dollar. Das ist das, was mich hier persönlich momentan im Silber interessiert. Ähm, das könnte durchaus eine Chance geben zur Oberseite reinzugehen, denn wir sehen das hier unten auch. Die tieferen Kurse wurden immer wieder zum Kauf benutzt und der Markt kommt immer wieder irgendwie zur 26-Dollar-Marke zurück. Das sehen wir hier an dieser Stelle. Die Farbe ist jetzt noch rot. Die spielt momentan aber keine wirkliche große Rolle, ob ich jetzt da rot oder grün nehme. Es ist einfach ein Schwungbereich am Markt. Der momentan sehr, sehr interessant ist und das Schöne hier zu sehen ist, wenn es der Markt tatsächlich schafft, hier oben drüber rauszugehen, dann haben wir Chancen, hier zunächst mal Richtung 2690 reinzulaufen. Wenn wir uns das mal kurz in der Stunde auch anschauen wollen, ähm, dann sehen wir das, was wir im Tag gesehen haben, auch, dass wir schon den Versuch vom Markt haben, nach oben zu laufen. Ähm, und äh, das, das, das wichtige Level hier im Kleinstbereich ist halt dieser Bereich hier unten. Da sehen wir, das ist das Zwischentief, was wir dort gehabt haben. Wartet mal, ich mache mal kurz den Lower Timeframe rein. Genau, schaut mal hier. Das ist nach oben gelaufen hier und hier unten. Das ist der wichtige Bereich. Wenn es dort äh, sozusagen wieder drüber geht, an dieser Stelle, ähm, dann bewegen wir uns hier in diesem Kontext. Moment, das muss ich mal kurz skizzieren: des, des kleinsten Aufwärtstrends, den wir hier äh, quasi im äh, Stundenchart sehen können. Hier schaut mal, dass die Bewegung. Dass die Korrektur hier oben rein, die Bewegung, das jetzt die korrektive Phase. Und da sehen wir, wir sind zwar hier leicht unter dieses Zwischentief gelaufen, aber wir kommen ja immer wieder direkt hoch und wir setzen immer wieder oben auf. Und wenn man das mal im ganz Kleinen sieht hier, wir haben hier auch im kleinsten schon wieder einen Aufwärtstrend, der sozusagen den korrektiven Trend, also sozusagen den, der hier nach unten schwingt, so ein bisschen hin und her, der das Wichtige. Wichtige Zwischenhoch hier schon wieder rausgenommen hat. Und das ist wirklich der sehr, sehr wichtige Punkt hier, wenn wir uns das mal kurz auch noch im 5-Minuten-Chart anschauen wollen. Das ist die Phase da oben. Da sind wir wirklich drüber raus und, und haben dieses Hoch schon rausgenommen. Wartet, ich skaliere mal eben hier an dieser Stelle im 5-Minuten-Chart. Also tatsächlich hier zu sehen, dieses Level, was wir hier haben, ja, das war das Zwischenhoch, was ich gerade im Stundenchart eingezeichnet habe und da trendet der kleinste schon wieder nach oben und das sind dann halt die Chancen, die wir jetzt hier haben für die kurzfristigen Trader erstmal hier oben, wie schon gesagt, ähm, reinzulaufen und die Anlaufmarker hier im 5 Minuten Chart hier oben. Dieser Drehbereich, wo die Hochs gelaufen sind, 26,15 in etwa, wenn es hier zur Trendfortsetzung kommt. Und darüber hinaus dann halt oben diese Marken hier, was wir hier oben drauf haben, die 26,30. Und dann muss ich jetzt mal in die Stunde wechseln, weil hier kriegen wir nicht mehr rein. Hier oben haben wir die 26,30. Und was dann kommt, hier, schaut mal da oben dann das nächste Zwischenhoch. Und das wäre es dann halt quasi aus diesem Kontextverlauf nach oben rauf. Wenn diese Marke ja auch noch rausgenommen wird um die 26,45, dann können wir durchaus davon auch ausgehen, dass der Markt es schaffen kann. Oben auf die 26,90 drauf zu laufen. Das ist die Long-Seite und das ist das, was mir im Silber halt wirklich gut gefällt. Die tieferen Kurse werden immer wieder versucht aufzukaufen und das wäre halt wirklich die spannende Geschichte hier an dieser Stelle. Und wie schon gesagt, wenn wir es tatsächlich schaffen, dort oben rauszulaufen, rein vom Szenario, dann haben wir halt in der Stunde einen tragfähigen Aufwärtstrend, der durchaus das Potenzial hat, höher zu laufen. Ich skizziere den nochmal ganz kurz ein hier. Das ist der Trendverlauf nach oben hin und wenn wir hier tatsächlich nach oben durchrutschen, hier, wir sehen es hier an dieser Stelle, dann haben wir hier untergeordnet auch den Aufwärtstrend am Laufen und dann läuft das einfach in die Oberseite rein und das würde dann quasi genau hier in den Kontext des Tages laufen, dass wir erstmal ein Stück weit oben dann reinlaufen. Da ist noch viel, viel zu entscheiden, aber die Chancen, die haben wir auf alle Fälle definitiv da. Das dazu, dann sehe ich gerade auch einige Wunschmärkte an dieser Stelle. Das heißt an diesen Punkten hier, ich sehe auch, wir sind heute wieder international. Grüße aus Graz. Die gebe ich gerne zurück. <laughs> Klasse. Wunderbar. Ich freue mich drauf. Also, das passt. Also Wunschmärkte. Was haben wir da? Ja, wir haben einen Dauerauftrag vom WTI. <laughs> das ist herrlich. Ähm, was haben wir noch äh, hier an dieser Stelle? Euro-US-Dollar. US-Dollar kann Dollar und Euro-Japanischen Yen. Ähm, wir fangen mal kurz mit dem Euro an. Euro-Japanischen Yen. Den nehmen wir uns zuerst mal äh, unter die Brust beim Euro-US-Dollar. Ach Geist, da bin ich an so Tagen wie heute immer sehr, sehr zögerlich. <laughs> Warum? Ey, wenn die FED tagt, ähm, da kann alles passieren. Das ist dann meistens so crazy und so unberechenbar. Das sind so die Tage, da, halt, da hält der Seidel lieber die Füße still. Aber ich habe auch schon einen Coaching-Klienten gehabt. Da haben wir an einem Tag, äh, als wir Zinssitzung hatten zur FED, äh, da haben wir live äh, den Euro-US-Dollar äh, sozusagen im Kontext gehabt und den getradet im Minutenchart. Das war eine Party, kann ich sagen. <laughs> Hervorragend. Bis dahin war es aber tot langweilig. Aber dann ging es los. Aber das halt nur in den kleinen Bereichen, ähm, weil dann plötzlich die Volatilität stark ansteigt. Deswegen ähm, ist das ganz, ganz wichtig. Wir schauen uns das Ganze gleich an. Das will ich hier ja nicht abreden. Und ich will auch keinem sagen, bitte nicht traden, sondern das sind wirklich schöne Tage, an denen man durchaus richtig gute äh, Bewegungen erwischen kann. Deshalb auch hier der Blick in den Euro-US-Dollar äh, natürlich. Jetzt zunächst allerdings erstmal das Währungspaar Euro-Japanischer-Yen. Hier mal kurz der Blick in die. Woche, da wissen wir die großen Bilder kommen. Ähm, Euro-Japanischer Yen steht halt auch momentan quasi ähm, auf einem sehr sehr schönen Level hier die letzte Bewegung der Ausbruch aus dieser sage ich mal Kontraktion hier unten raus läuft wirklich sehr sehr schön und was man hier im größeren Kontext auch wirklich gut sehen kann ist die Tatsache dass dieser Bereich in dem wir hier momentan stehen also dieses kleine Zwischenhoch hier wartet mal ich ziehe das mal rein also dieser Schwankungsbereich hier ähm, dass der Markt da schon versucht sich oben zu halten also wenn wir uns auch mal hier die aktuelle Wochenkerze auch anschauen wollen äh, dann haben wir an dieser Stelle schon eine gute, gute Ausgangslage für einen weiteren Fortgang oben drüber rauf, ja, das ist schon gut zu sehen, wenn wir uns den Tagestrend mal anschauen, der ist stabil, hier, auch der Bewegungstrend ist weiterhin intakt, wenn wir uns das mal anschauen, hier, das ist der Aufwärtstrend, das ist der Bewegungsarm hier, der trendet auch, also, es sieht alles wirklich sehr, sehr bullisch aus, die ganz, ganz große Frage, die sich hier aus kurzfristiger Sicht stellt, ist, was macht der Markt hier? Dieses Level, da sehen wir das ist ja also dieser chart ist echt ein bisschen crazy ähm, ich hoffe ich überrenne hier keinen weil ich äh, mir ist schon mal gesagt worden mike die charts die du hier siehst das was du dort rausholst äh, das ist jahrzehntelange erfahrung ähm, ähm, das ist einfach äh, irre das hat mir gestern erst wieder jemand vor gesicht gewürgt. ich, ich, ich handle momentan oder mittlerweile seit über zwei jahrzehnten äh, und das ist natürlich eine erfahrungsschatz ähm, da ist so viel gekommen, dass ich hier Sachen sehe, die ein jemand, der diesen Erfahrungsschatz gar nicht hat, so schnell gar nicht fassen kann. Das heißt, wenn ich hier irgendwann mal zu schnell durch die Zarts renne, bitte geben Sie mir ein kleines Zeichen, ähm, damit ich hier ein bisschen die Handbremse ziehe und nicht rüber renne. Aber wir haben halt hier auch im kleinsten noch einen Trend. Also wir haben hier so viele Trendgrößen, die ineinander fließen. Also allein in diesem Chart haben wir hier eins, zwei. Drei Trendgrößen, die man locker hier drin sehen kann. Und das ist halt der Punkt, warum ich auch immer frage, welche Zeiteinheit getradet werden soll. Ja? Also auf Tagesbasis alles schick, alles long, wunderbar, hervorragend. Aufwärtstrend intakt, kleine korrektive Phase. Dieser Bereich hier unten um die 129, was haben wir da? Ich glaube, das müsste so grob über den Daumen die 50 sein hier. Jawohl, das ist entscheidend. Das gucken wir uns mal kurz im 4-Stunden-Chart an. Da sehen wir es nämlich. Das ist der Bereich, in dem wir hier den, den, den Umschwung zur Oberseite hatten. Ne? Also hier sind wir unter. Rausgekommen, seitwärts gelaufen und dann mit Dynamik oben rauf. Wenn der Verkaufsbereich äh, plötzlich verkauft wird, dann sehen wir hier äh, den nächsten äh, Trend zur Unterseite hin und zwar sehen wir es hier schon schwingen, abwärts bewegen, Korrektur. Gegentrendbildung. Jetzt haben wir hier sowas wie eine ganz, ganz kleine Flagge, die will ich nicht überdramatisieren, aber wenn wir hier unter dieses kleine Zwischentief laufen, heißt das Trendfortsetzung dieses Minitrends hier und dessen nächster Anlaufpunkt, den haben wir hier unten in diesem Schwungbereich unten rum, da möchte ich mal sagen, hier irgendwas zwischen äh, 128, äh, 70 und 128, 90, 95 rum. Das wäre mal der nächste Anlaufbereich. Das ist aber auch alles nur Korrektur von diesem Bewegungsarm zur Oberseite. Hin. Hier unten ist das Zwischentief und an diesem Zwischentief haben wir auch noch hier den Kaufbereich. Also ähm, wir sehen es. Ich äh, markiere das mal mit, mit, mit Rechtecken hier. Also einmal hier dieser Schwungbereich und einmal hier auf der Unterseite. Das ist alles nur. Korrektives Geplänkel, das kann gut und gerne auch für einen short trade im Kurzfristbereich genutzt werden, den wir hier haben. Aber der, der, der quasi der schwache japanische Yen wird halt dafür sorgen, wenn der Euro nicht plötzlich auch massiv schwächelt, dass wir hier schon den Weg nach oben wieder reinsehen können. Das ist das, was der Chart uns hier an dieser Stelle hergibt. Also Aufwärtstrend weiterhin intakt. Wenn wir uns den Wochenchart mal anschauen, hier oben das große, große Ziel über der Marke von 133 ist auch weiter. Dahin da ist auch weiterhin intakt. Im kurzfristigen Bereich wird sich jetzt halt einfach zeigen, ob wir eine Korrekturausweitung nach unten bekommen oder ob es weiter hochläuft. Und da hilft der 4-Stunden-Chart. Wenn wir über das Trendhoch hier bei über 130, 50 durchlaufen, haben wir Trendfortsetzung. Ansonsten ein bisschen korrektive Phase und die Umkehrmuster, die können wir dann traden. Ich hoffe, ich bekomme die Umkehr mit, dass wir das morgens auch hier bei Tickme miteinander besprechen können, weil solche Trends, die muss man einfach entsprechend traden. Das ist sehr, sehr wichtig. So, dann kommen wir mal zum Währungspaar äh, US. Dollar kanadischer Dollar. Auch hier bitte ich darauf zu achten, dass man äh, die Fed heute mit im Hinterkopf behält und ähm, beim Thema, ähm, Thema äh, US-Dollar und ähm, kanadischer Dollar schauen wir noch mal ganz kurz hier auf die Charts. Das heißt, wir haben hier einen leichten Anstieg vom US-Dollar weiterhin und wir haben hier äh, den Kan-Dollar ähm, auch auf einem relativ hohen Niveau. Das heißt, wir haben jetzt hier im US-Dollar und im Kan-Dollar zwei relativ starke Währungen. Der US-Dollar hat noch ein bisschen Platz, bis zum Zwischenhoch bei 92,50. Der Cann-Dollar, der notiert momentan dort oben, er hat also schon die Trendfortsetzung gemacht, ist hier aber relativ solide oben momentan, liegt auf einem hohen Niveau und da dürfen wir eins nicht vergessen, wir haben wirklich heute zwei ähm, wichtige Fakten, die wir auf der Uhr haben, das heißt der Wirtschaftskalender, wir haben es ja vorhin gesagt, äh, wir kriegen heute Nachmittag noch Zahlen zu den Verbraucherpreisen äh, in Kanada, das könnte durchaus äh, Bewegung auch reinbringen, muss man sehen, wie es wird, aber wir haben hier zwei starke Währungen und wir haben die FED und den, äh, den, den starken ähm, Kand-Dollar, wo wir heute auch noch Verbraucherpreise bekommen. Da ist verdammt viel Sprengkraft drinnen. Äh, deswegen ähm, müssen wir uns den Chart mal auch im Hinterkopf darin mit anschauen. Ansonsten, wie schon gesagt, wir sehen es hier auf der Tagesbasis der das Währungspaar US-Dollar, Kandollar dollar sehr, sehr tief auf der Unterseite verortet. Das heißt, hier an diesem Punkt hier sind wir auf Jahrestief sozusagen. Wir gehen mal kurz in die Woche rein, damit wir mal sehen, wo wir hier unten stehen. Also da ist noch ein bisschen Luft zur Unterseite hin. Mich würde es allerdings nicht wundern, wenn wir hier eine Gegenbewegung bekommen, sozusagen dass wir hier nach dieser weiten Abwärtsbewegung mal ein Stück weit nach oben rutschen. Und das könnte sich durchaus heute entsprechend auch entscheiden. Und für die für die kurzfristige Sache, Moment, ich muss mal hier kurz etwas ein bisschen, ein bisschen löschen, damit wir hier den Chart mal ein bisschen sauberer bekommen. Wir brauchen den ganzen, die ganzen Linien nicht. Was jetzt wichtig ist für das, was wir heute brauchen, ist der Blick in das rein, den letzten Schub, den wir hier gehabt haben. Das ist jetzt das Wichtige. Und das Schauen wir uns zunächst erstmal im 4-Stunden-Chart an, denn da sehen wir schön den Abwärtstrend, den wir hier haben. Ja, das ist ganz, ganz klar, ganz, ganz wichtig. Und mit Blick in die kleine Zeiteinheit ähm, sehen wir halt auch schon, dass wir hier oben einen Bereich haben um die 1,24 97 bis 1,25. Dieser Bereich ist sehr, sehr, sehr wichtig. Und für die kurzfristigen Trader ist dieser Bereich halt auch ein nachhaltiger Bereich. Denn wenn wir hier oben drüber gehen, dann können wir uns weiter zur Oberseite orientieren. Und der nächste, das nächste Zwischenhoch aus diesem Abwärtstrend hätten wir zunächst einmal hier oben um die Marke von 1,25 knapp 75 liegen. Da ist viel Luft zur Oberseite hin. Bis dahin müssen wir aber erstmal hier oben die 1, knapp 25 rausnehmen. Und da wird es wieder interessant. Da ziehe ich jetzt mal kurz die nächste Linie rein. Diese Bewegung hier von diesem Zwischenhoch da oben nach dort unten. Das ist jetzt natürlich gerade die Korrektur, die läuft. Und in dieser Korrektur, wenn man sich die ganz genau anschaut, wir gehen jetzt mal kurz in den 15-Minuten-Chart 15 rein, sehen wir, der Markt hat angefangen nach oben zu trenden. Hier haben wir eine schöne Bodenbildungsphase. Und wir sind hier in einem Level, was durchaus interessant ist, denn dieser Abverkaufsbereich hier, das ist momentan der letzte Haltebereich gewesen. Und da strebt der Markt gerade so ein bisschen drüber. Das heißt... Dieser Widerstand wird, wenn wir tatsächlich drüber laufen, zum Support und dann können wir nach oben planen. Und der nächste Anlaufpunkt hier im 15-Minuten-Chart ist mal dieses Drehlevel hier oben rum. Hier, das ist der Verkaufsbereich hier in diesem Level rum zwischen 1,2470 und 1,2475 rum. Das wäre dann kurzfristig der nächste Anlaufpunkt. Und dann sehen wir es schon, haben wir hier noch einen Mini-Drehbereich, dem würde ich nicht zu viel Bedeutung geben, aber sollte es hier Kauforders geben wegen Eindeckung auf der shortseite 1,24, 91 rum und dann haben wir schon das Zwischenhoch, diesen Drehbereich hier oben. Und wenn man mal dort nur diesen Spike hier oben nimmt, dann sehen wir, läuft alleine das mal rein vom Potenzial schon in die 1,25 rein. Da ist für die Gegenbewegung deutlich Platz. Und wenn man tatsächlich richtig durchholt, durchatmet, dann können wir durchaus hier auch nochmal oben reinlaufen, ein ganzes Stückchen weiter nach oben, da ist viel Potenzial da, das ist sehr sehr spannend, das Ganze hier zu beobachten und dann haben wir noch die Frage ähm, zum Thema US-Dollar, Euro-US-Dollar, auch diesen Chart schauen wir uns an, ich habe gerade was dazu gesagt, was die Fed hier macht, aber Euro-US-Dollar hat sozusagen das Schutzsignal gegeben, äh, wir haben das ja hier auch besprochen, dass der Ausbruch aus dieser, ähm, aus dieser bärischen Flagge ist gut am Laufen. Ja, ich freue mich auch über jeden, der das Ganze schön mit traden kann. Wir sind ja hier schon seit einer geraumen Zeit wieder short, äh, quasi auch eingestellt. Hier oben haben wir die Umkehrkerze gehabt bei 1,22. Ähm, 43 war das Hoch und dann kam die Bestätigung. Also da konnte man echt richtig entspannt einsteigen. Das sind übrigens auch die Trends, die ich persönlich liebe. Da kann man megamäßig entspannt äh, quasi äh, sich das Ganze anschauen. Das war der Ausbruch aus der inversen SKS. Ja? Das ist einfach äh, eine massives Signal und äh, diesen Signalen, wenn man denen folgt, das kann man so entspannt traden, das ist einfach, das ist äh Fantastisch. Der Punkt ist halt einfach nur der, äh, wie geht es weiter, ne? Also der Drops mit dem, mit dem Ausbruch hier, der ist erstmal gelutscht. Jetzt wird es halt interessant, wo es weitergeht. Und wir hatten ja in der Besprechung dazu entsprechend auch mal die kleinen Bereiche rausgesucht, wo wir durchaus möglicherweise Druck zur Unterseite bekommen können. Wenn wir jetzt hier unter die 1,1882 fallen, haben wir hier auch die Fortsetzung dieses kleinen Abwärtstrends. Ich blende den mal kurz ein, schaut mal hier Bewegung. Korrekturbewegung, Korrekturbewegung, Korrektur, zack nach unten hin. Und wenn wir das rausnehmen, setzt sich dieses Bild fort. Nächste Anlaufpunkte hätten wir dann hier unten um die 1,1869. Und dann haben wir hier das kleine 1, 18, äh, ein paar eine 50 hier unten. Und dann stehen wir schon am Jahrestief hier bei 1,1835. Äh, äh, hoffentlich habe ich jetzt mit dem Jahrestief nicht den Mund zu voll genommen. Aber äh, wenn wir uns mal nur auf dieses Jahr beziehen. <laughs> Dann haben wir hier tatsächlich auch neue Jahrestiefs. Also, das schaut schon mega interessant aus, aber man darf eins nicht vergessen: Wir haben heute tatsächlich ähm, äh, die, äh, die Notenbanksitzung in den USA und da kann es durchaus drüber gehen. Und die Marker, die ich hier auch drin gezeichnet habe, sollte der Markt über die 1,19 äh, wieder drüber gehen, haben wir hier astreine Gegenbewegung zu erwarten. Und äh, der Punkt, wo wir hier hinlaufen können, ähm, der ist selbstredend der, dass wir erst einmal zunächst hier oben ranlaufen an diesen Hochbereich hier. Das ist diese Marke hier um die 1,1950 rum. Das wäre auf der Oberseite mal der erste Anlaufpunkt. Wenn es dann noch ein Stückchen weiter hoch geht, hier die Marke von 1,1968 auf der Oberseite im Kurzfristbereich. Also hier ist deutlich Musik drin. Hier kann viel passieren und wir können auch ohne weiteres, wenn wir uns den Tageschart mal anschauen, davon ausgehen, wenn es wirklich richtig nach oben knallt, dass man durchaus mal hier zur 1,1990 oben ranläuft, um dann wieder rumzudrehen oder diese Marke hier oben rauszunehmen und dann deutlich einen Schluck aus der Pulle nach oben nimmt und wir wieder über die 1,21 sogar ansteigen können. Potenzial ist da. Wenn wir also vor diesem Tief hier unten rumdrehen und deutlich über die 1,1990 drüber laufen, dann haben wir wieder einen kleinen Aufwärtstrend hier auf Tagesbasis und dann könnte es durchaus wieder schneller nach oben gehen. Also megamäßig viel los an dieser Stelle. Fundamental würde ich eher sagen, wir sehen den Euro, US-Dollar weiter zur Unterseite, aber es kommt echt ein bisschen drauf an, was Paul heute Abend sagt, ähm, wie sich das Ganze entwickelt. Das muss man definitiv. Auf der Uhr haben. Das zum Euro-US-Dollar. Jetzt haben wir noch die Frage ähm, sozusagen an dieser Stelle. Ha, hier sehe ich Greetings äh, from UK. Jawohl, ähm, das klasse. Ähm, UK, übrigens. Äh, hier haben wir auch, können wir auch mal gucken. Den Markt kann man ja auch traden. UK 100, das ist der Fuzi 100 und der schließt sich so ein bisschen dem Aufwärtstrend, den großen Aufwärtstrend der großen Indizes auch an. Ähm, und da sage ich Leute an dieser Stelle auch immer wieder: ähm, guckt, guckt nicht nur, schaut nicht nur auf den Dax, schaut nicht nur auf den Dow. Denn wir haben so viele geniale Märkte, die diesem Aufwärtsschub, diesem weltweiten Aufwärtsschub nach oben hin folgen, dass man da durchaus gute Nachholpotenziale sehen kann. Ne? Das hatte ich ja schon mal gezeigt hier beispielsweise im australischen Aktienmarkt. Der hat Aufholpotenzial, der steht noch lange nicht am Allzeithoch, ist nach oben unterwegs, kann man machen. Gut, der Markt ist langweiliger als die US-Märkte, aber für eine Portfolio-Beimischung, für jemanden, der das Ganze nebenberuflich macht und nicht im Stundenchart rumspringt, ist das doch easy peasy. Den kann man locker, locker betreuen. Wenn man mal sieht, den Ausbruch hier über dieses Level äh, bei, sieben, äh, bei 6250 Punkten rum, das kann man doch begleiten. Ja? Das ist genau das gleiche hier. Japan. Schub nach unten Ausbruch zur Oberseite hin der Weg zum Allzeithoch bei 30.700 Punkten ist gegeben wenn hier eine Erholung weiter fortsetzt auch die Erholung der japanischen Wirtschaft sollte es hier auch weiter nach oben gehen der Trend ist klar aufwärts gerichtet warum sowas nicht traden ja das gleiche wie schon gesagt in UK, hier, wir sind gestern, nein, vorgestern über ein wichtiges Level drüber gelaufen. Hier gab es im Kleinen schön die Aufwärtsbewegung, die wir hier gehabt haben. Wartet mal, ich mache mal kurz den Bildschirm wieder groß. Hier oben drüber, über diese Marke bei knapp 6790 Punkten. Wenn das zur Fortsetzung kommt, nächstes Ziel: 6955 Zähler. Das ist doch meine Hausnummer. Und wenn der sich tatsächlich irgendwann mal richtig frei macht, Leute, guckt euch das mal an. Die Allzeithochs, das Allzeithoch, das steht hier oben. Ist das das Allzeithoch? Moment, nicht, dass ich hier zu viel nehme. Sehe ich hier gar nicht. Moment, das Allzeithoch, das haben wir stehen hier oben bei 7.900 Punkten. Jetzt überlegt mal, wo wir gerade stehen. Wir stehen gerade bei 6.700, ein bisschen über der 90, 6.803. Da ist so viel Luft, das kann man doch mitnehmen. Easy peasy, das ist relaxedes Trading, einfach nur hinschauen und das Ganze in Ruhe, entspannt traden, das Ganze zu nutzen, das macht wirklich Spaß und wenn man mal sehen will, welches Potenzial, ich weiß, wir haben immer wieder neue Zuschauer hier, lasst uns doch mal kurz auf das WTI schauen, ja, wir haben es gesehen, hier unten, seit dem Übersprung über die Marke von 40 Dollar, sind wir hier long eingestellt. Jetzt stehen wir hier oben gerade bei 65. Das kann man so gut nutzen. Wir haben immer schöne Korrekturen, mit schönen Einstiegssignalen, schöne Trendfortsetzungen. Das kann man wirklich sehr, sehr gut nutzen. Wir haben das übrigens auch zur Unterseite getradet. So es nicht. Wir haben da immer wieder gute Chancen genutzt. Auch hier äh, die Unterseite. Also. Ähm, Wahnsinnig. Es ist schön, die Trends zu sehen. Und das machen wir hier übrigens jeden, jeden Morgen um 8.30 Uhr bei Tickmill. Den Blogeintrag gibt es meistens vorher. Von der Seite her lade ich jeden ein, das Ganze zu machen. Wer es noch nicht gemacht hat, bitte ein Like auf das Video. Gerne auch im Nachgang. Kann man immer wieder machen. Da freue ich mich drüber. Und dann sage ich an dieser Stelle jetzt das gleiche wie jeden Morgen. Danke fürs Zuschauen. Empfehlen Sie uns weiter und Machen Sie einen Plan und traden Sie den Plan, dann wird das laufen. Danke fürs Zuschauen und bis morgen früh. Ciao, ciao.